Ja, hoi, meine Tippnimm-Freunde von heute. Willkommen zum 25. und damit letzten Spieltag dieser Fußball-EM 2016 in Frankreich. Das Tippspiel auf meinem Kanal. Und heute gibt es, wie gerade schon erwähnt, den letzten Spieltag. Das bedeutet Finale. Im Finale stehen Frankreich gegen Portugal. Und beide Teams haben eine kleine Reise hinter sich. Und wir gucken uns diese Reise mal an, bevor wir auf das Finale kommen. Fangen wir an mit Portugal. Die Portugiesen haben in der Vorrunde ziemlich mittelmäßig gekämpft. Was mittelmäßig heißt, ist schon ein bisschen übertrieben, weil sie haben mit Unentschieden, und zwar sehr viel Unentschieden, haben sie es geschafft, weiterzukommen. Waren am Ende Dritter, einer der besten Dritten, und da sind sie dann weitergekommen. Im Achtelfinale haben sie auf die Kroaten getroffen und diese haben sie nach langer Zeit mit 1:0 aus dem Turnier geworfen. Im Viertelfinale haben sie im Elfmeterschießen sich durch Polen durchgesetzt und im Halbfinale gegen den Überrascher oder das Überraschungsteam Wales, was im Halbfinale stand, mit 2:0 und steht nun damit im Finale. Und der Gegner heißt Frankreich. Frankreich, eine starke Vorrunde. 7 Punkte war, glaube ich, richtig. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber ich glaube, 7 Punkte waren richtig. Ich glaube, die haben gegen Schweiz 0:0 gespielt. Genau. Im Achtelfinale haben sie sich natürlich, wie es man nicht anders erwarten könnte, gegen Irland durchgesetzt mit 2:1. Eine knappe Runde war das auf jeden Fall. Im Viertelfinale haben sich die Franzosen gegen Island mit einem starken 5:2 durchgesetzt. Im Halbfinale hat Deutschland getroffen mit 2:0. Und im Finale steht nun Portugal und Frankreich. Beide Teams haben also eine sehr lange EM hinter sich, wobei die im Finale stehen, haben immer eine lange EM hinter sich, aber beide Teams haben verschiedene Wege. Die sehr starken Franzosen, die eigentlich immer ziemlich klar gewonnen haben, und die Portugiesen, die sich so leicht durchgeschummelt haben. Die Portugiesen stehen damit zum zweiten Mal im Finale. Ich glaube nach 2004, als damals gegen Griechenland gespielt wurde. Und die Franzosen greifen auch nach dem Titel. Ich weiß gar nicht, wie oft die im Finale standen. Tut mir leid. Aber zum Spiel. Portugal gegen Frankreich steht bei mir hier. Portugal könnte sehr stark spielen. Die Franzosen sind sehr stark. Und genau hier kommt halt der Knackpunkt. Ich kann mir vorstellen, dass die Franzosen, die werden am Anfang wieder, wie gegen Deutschland, sehr gut spielen, weil sie genau wissen, dass so ein Typ wie Ronaldo die Chancen nutzen wird. Auf Konter wird bei Portugal nicht sehr viel bringen, weil Portugal selbst auf Konter spielt. Sollten sie auf Konter spielen und verlieren den Konter, so geht der Konter wieder zurück von den Portugiesen. Deswegen muss Frankreich ziemlich schnell agieren und ziemlich schnell zum Tor kommen, denn ansonsten könnten die Portugiesen hier schneller das Tor schießen und in Führung gehen. Es könnte eine sehr spannende Partie werden, aber ich glaube nicht, dass wir die Verlängerung gehen. Deswegen, mein Tipp für dieses Finale der Europameisterschaft 2016 heißt 1:2 für Frankreich. Frankreich gewinnt den Titel, das ist meine Meinung. Und was ihr tippt, das schreibt ihr unten rein. Morgen oder übermorgen, ich muss noch alles auswerten, nimmt es mir nicht böse. Aber dann kommt die Auflösung, wer denn diese 25 Euro gewonnen hat. Und ich wünsche euch bis dahin ein schönes Finale. Wir sehen uns vielleicht in anderen Videos wieder. Und bis dahin alles Schöne und Masala Vista, Baby.